deutlich in der Bibel vorkommt, dann heißt das, Gott hat einen betrogen. Gott hat einen dies zur Rechtleitung gebracht, hat einem keine Rechtleitung gemacht, sondern Verwirrung. So. Dann schauen wir uns die Bibel an. Im Alten Testament, laut Juden, laut Enzyklopädie Britannica, laut Enzyklopädie Amerikaner, gibt es keinen einzigen, eindeutigen Hinweis darauf, dass Gott aus drei Personen bestünde, geschweige denn aus einem Vater, aus einem Sohn, aus einem Heiligen Geist, geschweige denn, dass der Sohn Jesus heißt und selber Gott ist. Keinen einzigen Hinweis. Wenn das so ist, und das Alte Testament, das erste Buch des Alten Testamentes, beginnt 1500 Jahre vor Christi. 1500 Jahre vor Christi. Das hieße, dass Gott sich 1500 Jahre offenbart hat und kein einziges Mal erwähnt hat, was sein wahres Wesen ist. Wie kann es sein, dass Gott dieses Buch zur Rechtleitung herabsandt und keinmal erwähnt, dass er Gott ist, 1500 Jahre, wobei doch dieses Konzept notwendig sein soll, um ins Paradies zu kommen? Wie kann das sein? Die Antwort ist, das kann nicht sein. Jetzt kommen natürlich einige Argumente. Und entscheidet selber, ob das eindeutige Argumente sind. Erstes Argument, Gott sagt in der Bibel an einigen Stellen, wir haben erschaffen. Wir, lasst uns erschaffen. Lasst uns den Menschen erschaffen. Erste Frage, ist das ein Beweis, dass Gott in mehreren Personen besteht, in drei Personen besteht? Weil hier muss man wieder präzise sein, ist das ein Beweis, dass Jesus Gott ist? Nein. Könnte es hunderte Götter geben. Aber das ist ein mehrdeutiger Vers. Und es gibt eindeutige Verse, wie zum Beispiel Exodus 20, Vers 4, wo Gott sagt, er ist ein Gott. Punkt. Und wenn wir fragen, in welcher Sprache ist das Alte Testament geschrieben? Aramäisch, Hebräisch vor allen Dingen. Hebräisch vor allen Dingen. Wir fragen diejenigen, die hebräische Sprache am besten beherrschen. Wer sind das? Die Juden. Was das bedeutet. Und die Juden haben niemals geglaubt, dass Gott aus drei Personen bestünde. Geschweige denn, dass es einen Sohn gibt, der Jesus heißt und Gott ist. Ein Mensch. Das haben sie nie geglaubt. Sondern was bedeutet wir? Das ist eine semitische Sprache. Wie Arabisch. Im Koran lesen wir auch, dass Gott sagt, wir erschaffen. Wir haben bestimmt. Was bedeutet das? Das ist ein Plural des Respekts. Ein Plural des Respekts, der in der ersten Person Plural in den semitischen Sprachen benutzt wird. Genau wie im Deutschen wird er in der dritten Person benutzt. Wenn du zum Beispiel zum Bürgermeister gehst, ja, dann sagst du euch, ey, Bürgermeister, wann ist denn Karneval? 11.11. oder was? Ja, wenn du zum Bürgermeister gehst, dann sagst du nicht, hast du? Dann sagst du, haben Sie Plural? Wer Sie? Ich bin nur einer, Sie. Ja, uns ist das manchmal gar nicht bewusst, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ein Plural des Respekts in der deutschen Sprache. Das heißt totaler Blödsinn, was dort erzählt wird. Geschweige denn, dass das ein Beweis wäre dafür, dass Gott aus mehreren Personen bestünde. Genau dasselbe in der Alten Testament wird Gott an vielen Stellen Elohim genannt. Und dieses Im am Ende ist ein Suffix, der auf einen Plural hinweist. Aber, komischerweise, wenn wir die Bibel lesen, da sieht man, wie sich manche Leute blöd stellen, ja? Da lesen wir nicht Götter, 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 wenn Elohim steht, da lesen wir Gott, Gott, Gott. Warum? Weil dieses Ihm ist wieder in der hebräischen Sprache für ein Respekt. Ein Plural des Respekts. Das heißt, im ganzen Alten Testament finden wir keinen einzigen expliziten Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist. 1500 Jahre. Was heißt das jetzt? Das heißt, wenn wir jetzt, weil es die These, eine logische These, wenn wir jetzt im Neuen Testament eindeutige Hinweise darauf finden, dass Jesus Gott ist, dann müssen wir sagen, das widerspricht dem Alten Testament, das kann nicht sein.
Es kann nicht sein, dass 1500 Jahre das Wesen Gottes von Gott persönlich verheimlicht wird, um die Menschen in die Irre zu führen. Also müssen diese anscheinend eindeutigen Verse, die auf eine Trinität oder auf eine Dualität oder je nachdem hinweisen, im Lichte des Alten Testamentes interpretiert werden. Das wäre bei eindeutigen Versen, die darauf hinweisen, dass Jesus Gott sei. Und ihr könnt gleich selber entscheiden, Sie können selber entscheiden, ob wir diese Verse in der Bibel finden. Was wäre nun, wenn wir implizite Verse finden? Was heißt implizit? Das bedeutet interpretierbar, mehrdeutig. Implizite Verse, die sowohl bedeuten können, dass Jesus Gott ist, als auch bedeuten könnten, dass er nicht Gott ist. Dann wäre die Angelegenheit für uns noch deutlicher, noch eindeutiger. Und was wäre, wenn wir im Neuen Testament Beweise finden, klare, eindeutige Beweise, dass Jesus nicht Gott ist? Dann ist die Sache noch klarer und klarer am klarsten. Und jetzt soll jeder selber entscheiden. Ich bringe ein Beispiel. Soll ich anfangen mit den Beweisen dafür, dass Jesus nicht Gott ist oder für die, dass er Gott ist? Ich fange an mit denen dafür, dass er Gott ist. Ich fange an mit einem Beispiel. Falls jemand gehen muss, damit er direkt das Ende mitbekommen hat. Ich frage euch eine Frage. Lügt Gott? Wer sagt, dass Gott lügt? Gibt es einen hier, der sagt, Gott lügt? Wer sagt, dass Gott die Wahrheit sagt? Alhamdulillah, einstimmig, Alhamdulillah, okay, einstimmig. Also keiner hat gesagt, er lügt, manche trauen sich vielleicht nicht zu zeigen, ja? Also keiner sagt, Gott lügt. Okay. Wer sagt, Gott ist allwissend? Gibt es jemanden, der sagt, Gott ist nicht allwissend? Nee, Alhamdulillah. Okay. Jesus sagt, Markus 13, Vers 32, zum Mitschreiben, wenn ein Christ die Wahrheit haben will. Markus 13, Vers 32. Jesus sagt, wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Gott weiß, wann der jüngste Tag ist, oder? Okay. Er wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer, auf wen weiß den? Gott. Alhamdulillah, die Diskussion beendet. Entweder er weiß es und hat gelogen, dann ist er nicht Gott. Oder er weiß es nicht, dann ist er nicht allwissend, ist auch nicht Gott. Ganz einfach. Brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Eindeutiger als dies geht's nicht, deswegen habe ich extra gefragt. Ich habe die Frage schon des Öfteren gestellt. Immer dieselbe Antwort. Jeder sagt, Gott weiß alles, jeder sagt, Gott lügt nicht. Okay. Da kommt natürlich dann die Ausrede, die sagt, ja, weil irgendeine Ausrede muss man finden. Jesus hat durch sein Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben. Sagen wir, sehr schön. Laut eurer Theorie ist der Gott Jesus vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Wenn er durch sein Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgibt, ist er nicht mehr vollkommener Gott. Ganz klarer Fall. Wir können nicht sagen, hier, das ist die Allmacht, wir haben die Allmacht mit Steinen beschmissen. Oder wir haben eine Bazille der Allmacht zugeschmissen, hat sie Schnupfen bekommen, jetzt ist Gott nicht mehr allmächtig, weil er Schnupfen hat. Quatsch. Okay, jetzt kommen wir zu den Beweisen und ich mache es ganz schnell, weil es geht ratzfatz. Es gibt 5 allgemeine und 7 spezielle Beweise. Der erste allgemeine Beweis ist, dass Jesus Sohn Gottes in der Bibel genannt wird. Aber in der Bibel werden viele Sohn Gottes genannt. Jeder Christ kennt das Gebet, Vater unser im Himmel. Und in Exodus 4, Vers 22 steht, dass Gott gesagt hat, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, dieses Argument können wir schon mal in die Mülltonne werfen. Hat keine Bedeutung, ist kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Zweitens, Jesus wird Messias genannt. Sagen wir erstmal, Messias heißt nicht Gott. Was heißt Messias? Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias. Das heißt Gesalbter. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an. Wie versucht wird von einigen Institutionen,
die die Menschen von Kindheit